Lange, aschblonde Haare, gut aussehend, glaube ich. Inna Düver. Vielleicht war sie auch gefesselt. Sexspielchen, denkst du, ja? Die Leute machen die sonderbarsten Dinge in ihren eigenen vier Wänden. Laut Klatschpresse hatte sie jede Menge Beziehungen, vom Baron bis zum Fußballspieler. Kupferdraht. Und Klebeband. Das waren hier keine Sexspielchen. Sieht mehr nach Folter aus. Rebecca Martinsson. Sonntag wieder im Ersten.